Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder reinschaut zu einem neuen Samstagsvideo. In diesem Fall können wir leider keinen Spaziergang machen, weil, wie ihr seht, ich bin nicht in der Werkstatt. Ich bin zu Hause, hinter mir das Familienfoto. Ich trage übrigens immer Maske auf Familienfotos und habe eine Fledermaus auf der Brust. Aber sagt nicht weiter. Wie gesagt, wir können leider keinen Spaziergang machen, weil bei uns in der Firma gerade so ein bisschen so eine Erkältung rumgeht. Maurice liegt schon flach. Ole hat auch schon seit ein paar Tagen so ein bisschen Kratzen im Hals. Ja, Felix hat nächste Woche Urlaub, deshalb war ich heute Morgen im Büro, also heute ist Freitag, war ich heute Morgen im Büro bis 12 und Felix ist erst danach gekommen, weil der nächste Woche, wie gesagt, Urlaub hat und ich ihm jetzt nicht vorm Urlaub noch irgendwie, ja, da irgendwie noch mit irgendwas anstecken wollte oder so. Aktuell, ich bin noch negativ, es ist alles gut, aber ja, wer weiß, was kommt. Und aus diesem Grund bin ich halt heute zu Hause, mache halt für euch zu Hause jetzt dieses Samstagsvideo zusammen mit unserem Legendenvideo, was ja viele von euch, auf das viele von euch schon lange, lange warten, was wir auch schon längst gemacht haben wollten. Ich habe jetzt so eine Auswahl von, ich glaube so, ich weiß nicht, so 10, 12 Autos oder so mal rausgesucht mit Preisen und mit Speclist. Die werde ich euch jetzt gleich zeigen. Einmal kurz wieder, der Sinn dieses Samstagsvideos war ja, euch ein bisschen auf dem Laufenden zu halten oder euch ein bisschen abzudaten, was die Woche über so war. Das tun wir natürlich auch in diesem Rahmen. So viel Spannendes ist eigentlich gar nicht passiert. Es war ja auch eine kurze Woche diese Woche. Ja, war eine kurze Woche diese Woche, wir haben nur von Dienstag bis Freitag quasi gemacht. Und ich war viel unterwegs. Wir waren ja in Bremerhaven, das hat der eine oder andere von euch gesehen, haben einen Celsior und einen Acti gekauft, was heißt gekauft, abgeholt. Mittelschwere Katastrophe, weil der Celsior noch nicht freigestellt war von der Reederei und wir 3,5 Stunden auf die Freistellung warten mussten. Also es hätte perfekt funktioniert. Wir waren irgendwie um 11:30 oder so in Bremerhaven, hatten unsere Papiere eigentlich und ja, mussten dann bis ungefähr 16 Uhr oder 15:30 oder so warten, bis das Auto freigestellt wurde. Erst dann durften wir auf den Autoplatz, erst dann durften wir laden. Ja, so das heißt, letztendlich sind wir irgendwann um 17 Uhr aus Bremerhaven wieder los, waren um kurz vor 8 zu Hause. Das hatte ich auch alles deutlich anders geplant. Aber naja, egal. Der Eck ist auch schon wieder weg. Der ist an einen Kunden gegangen, den ihr vielleicht kennt oder zumindest das Auto. Ich weiß nicht, wenn diesen ganz kleinen Fiat, ich glaube, das schlag mich jetzt bitte nicht. Ich glaube, ein Fiat 500, dieses ganz kleine, quietschige Ding, der auch neulich im JP-Video war. Der junge Mann hat jetzt sich ein Acti gekauft bei uns und wird jetzt wahrscheinlich auch mit dem irgendwas veranstalten. Also ich denke mal, da darf man gespannt sein. Das Auto wird man garantiert nochmal sehen. Den Celsior, den haben wir nicht importiert. Das war gar nicht, war im Prinzip, haben wir damit gar nicht so viel zu tun. Der Kunde hat den selber importiert und wir haben jetzt die ganzen Hafenangelegenheiten gemacht. Das Auto abgeholt, machen jetzt den Umbau für die Zulassung, Vollabnahme und so weiter. Das ist der Plan. Dann haben wir diese Woche noch, wie ihr vielleicht auch gesehen habt, diesen Honda S2000 gekauft. Ein Auto, was schon wieder sehr kontrovers diskutiert wird auf sämtlichen Kanälen. Klar, das Bodykit muss man mögen, ist ein Wayside-Bodykit. Ich bin halt so ein Kind der 2000er, ich finde es irgendwie cool. Ich würde es mir wahrscheinlich heutzutage auch selber nicht mehr anbauen, bin ich ganz ehrlich. Aber es ist halt mal was anderes. Es ist nicht wieder ein klassischer grauer S2000 mit Lippe. So, ja, ist auch schön, keine Frage. Aber ja, es ist halt anders. Von vorne finde ich es ultra cool, von der Seite sieht es einfach nur krass aus. Das Heck, ja, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber naja, so war es halt in den frühen 2000ern. Und ich finde es cool, sowas zu haben. Ist ein Rechtslenker, hat ungefähr 150 gelaufen. In dem Moment, wo ich das Video hier aufnehme, ist er auch noch zu haben. Ich habe da allerdings schon wieder ein, zwei Interessenten für. Könnte also sein, dass er schon wieder nicht mehr zu haben ist, wenn ihr das Video seht. Ja, vielleicht auch doch. Wir haben auch, glaube ich, ein, zwei S2000s gleich mit unserem Legendenvideo oder wir haben sie jetzt noch nicht. Wir müssen mal gucken. Die Autos werden auch in den Auktionen nicht mehr und manche Auktionshäuser lassen uns auch nicht die Bilder sehen. Das heißt, wir haben so eine Auswahl an Bildern, die ich euch jetzt zeigen kann, mit Preisen. Muss mal gucken, wie viel dabei ist. Wenn euch da irgendwie ein Modell fehlt oder so, haut gerne in die Kommentare. Dann mache ich auch gerne nochmal ein zweites. Mit ein bisschen Pech bin ich jetzt die nächste Woche hier oder die nächsten Tage ja, mehr zu Hause und habe mehr Zeit für sowas. Ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt in unser Legendenvideo. Gucken mal rein, wieso die Preise der letzten Tage waren. Es sind auch ein paar ältere. Ich habe teilweise gucken wir uns das jetzt im Browser direkt an. Von ein paar Sachen habe ich auch einfach Screenshots gemacht, um ein bisschen was an Material zu sammeln,
weil ich hatte ja schon mal erklärt, wenn wir die Sachen auf unsere Favoritenliste nehmen, die Autos, uns die Übersetzung vom Export, vom Auction Sheet und so weiter holen, dann ist das ungefähr nach Ablauf der Auktion so für 24 Stunden im Account sichtbar und danach ist es halt weg. Wir müssen halt auf die Autos bieten, dann wäre es auch noch länger drin, aber naja. Von daher habe ich euch so ein paar Sachen gescreenshottet, ein paar Sachen gucken wir uns jetzt im Browser an und ja, ich würde sagen, wir starten. So gehen wir direkt rein. Wir starten erstmal im Live-Browser, quasi in den Auktionen und schauen uns da einfach mal ein paar Sachen an. Wie ihr hier seht, ich habe noch so ein paar Sachen auf der Merkliste, noch ein paar S2000, drei Stück, ein Civic Type-R hier, ein DC5 Integra, DC2 Integra, ein NSX, X7 so ein bisschen was, Silvia, Skyline, 300ZX und so weiter und so fort. Einige Sachen davon werden noch laufen noch aus, beziehungsweise laufen erst morgen und andere Sachen sind schon durchgelaufen. Und da starten wir direkt mal mit einem ziemlichen Knaller. Und zwar haben wir hier einen i86, einen Sprinter Torino, einen GT, also einen Apex. Keine Frage, ultra cooles Auto. Sieht auf den Bildern her, also von den Bildern her auch erstmal ganz okay aus. Hat allerdings ein Grade 3. Ach so, ganz wichtig. Ich habe mir die Übersetzung von den Auction Sheets noch nicht angeguckt. Wir machen das jetzt quasi sozusagen ein bisschen live und zusammen. In diesem Fall haben wir keine Übersetzung. Das ist ja toll. Ich werde die jetzt nochmal kurz anfordern. Die wird wahrscheinlich jetzt aber nicht sofort live hier gleich verfügbar sein. Aber wenn ich mir das mal so angucke, es ist nur ein Grade 3 und hier sieht man so ein bisschen, XX heißt immer replaced, also die ganze Front ist schon mal neu gekommen und überall haben wir hier so kleine Kringel und Marker. Das sind alles irgendwelche Stellen, wo irgendwas ist, also entweder Kratzer oder Rost oder was auch immer. Ja. Laufleistung 198.000 Kilometer, das ist wenigstens realistisch, das ist schon mal eigentlich mal eine ganz feine Sache und nicht so, naja, ihr kennt es, ne? 60.000 gelaufen, ja klar. Ein Auto von 85, das ist älter als ich und ich bin schon echt alt. Wenn wir uns die Bilder so angucken, wir sehen auf jeden Fall hier irgendwie einen anderen Sitz drin, ein Lenkrad, hier sehen wir Defi-Anzeigen oder irgendwie sowas. Ich denke, dass es Defi ist, weil das hier unten könnte guter Controller sein. Mal gucken, die Felgen sind gleich, also keine Mismatched Wheels. Aber hier sehen wir so einen kleinen Button. Also, dieses Auto ist garantiert mal irgendwie ein bisschen quer gefahren, was auch völlig in Ordnung ist. Aber wenn wir uns jetzt den Preis angucken, Startpreis waren hier 2,48 Millionen Yen. Können das ja mal einmal tagesaktuell nachrechnen. 2,5 Millionen Yen in Euro. Da ist ein 0 zu wenig. So, sind das also aktuell 17.600 Euro Startpreis. Ausgelaufen ist dieses Auto für, wir müssen jetzt hier in dieser Liste gucken, 3,119 Millionen Yen. Also rechnen wir auch nochmal kurz nach. 3,1 Millionen Yen sind aktuell 21.824 Euro. Plus ein bisschen Gebühr, plus ein bisschen hier und da. Ihr seht, in welche Richtung das geht. Um euch das mal einmal komplett quasi durchzurechnen, machen wir auch noch. Also, wir gehen jetzt einfach mal der Einfachheit halber von 22.000 Euro Auktionspreis aus. Packen da aktuell ungefähr, ja, sagen wir einfach mal 1.000 Euro Auktionshausgebühren und so weiter drauf. Shipping ist im Moment ultra teuer und ganz schwer zu bekommen. Also wenn ihr ein quasi euer Auto gekauft habt und das möglichst schnell verschiffen wollt, also was weiß ich, möglichst schnell, sagen wir mal innerhalb von 4 Wochen, dann wird das richtig teuer. Ihr müsst aktuell grundsätzlich irgendwie so von bei einem kleinen Auto oder klein bis mittel, sagen wir mal so Golfgröße oder so, geht mal von 1.800 Euro ungefähr aus. Vielleicht zwei, wenn es schnell gehen soll, auf jeden Fall zwei. Also wären wir dann bei 25.000 Euro. So, und das rechnen wir jetzt mal 1,19. So, dann sind wir bei 29.750 Euro mal 1,1, dass wir den Zoll noch mit drin haben, sind wir bei 32.725 Euro. Dazu kommt jetzt noch Hafengebühr, ein bisschen Handling am Hafen.
der Transport zu euch oder zu eurer Werkstatt oder zu uns oder wohin auch immer und die Zulassung. Also könnt ihr damit rechnen, dass ihr für diesen Corolla von 1985 mit 200.000 gelaufen, Grade 3 Zustand wahrscheinlich, auf jeden Fall mal locker mindestens 35.000 Euro los seid aktuell. Das ist schon ein stolzer Preis. Aber gut, wir hatten ja nicht nur AE86, ich gucke nochmal schnell, ob die Übersetzung jetzt vielleicht schon da ist. Nö. Wir können mal gucken, vielleicht kommt die ja noch rein im Laufe des Videos. Nächstes Ding. Toyota Supra, Baujahr 2002, also bei uns sowieso nicht zulassungsfähig, aber einfach um euch so ein bisschen die Preise zu zeigen. Wir sehen, hat ein Bodykit auf jeden Fall dran, hat hinten einen ziemlich wilden Spoiler. Innen drin beige oder das ist schon fast weiß, Vanille. Vanille ist, glaube ich, die richtige Bezeichnung. Vanillefarbenes Leder innen drin. Ja. Und wie ihr hier seht, kein Schlüssel. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, da steckt ein Schraubenzieher oder so drin. Naja, gut. Wie auch immer, macht ja alles nichts. Könnte ja ein Schnäppchen sein. Ich sag's euch gleich. Das war kein Schnäppchen. Mal hier Fenster wieder zukriegen. So. Das Auto ging auch durch die Auktion. 130.000 gelaufen, handgeschaltet. Klar, also 6-Gang Handschalter. 130 gelaufen, Grade Air. Also wahrscheinlich schon mal irgendwas gemacht. Grade Air kann natürlich aber auch auf jeden Fall oder problemlos daran liegen, dass es einfach umgebaut ist, andere Teile dran und dann gilt es als Repair. Wir gucken nochmal kurz auf den Auction Sheet. Wir sehen hier, ja gut, da hat man mitgerechnet, das vorne hier Kotflügel replaced. Wobei die sehen eigentlich original aus. Weiß man nicht, kann sein, dass sie getauscht worden sind. Hier wurde auch mal eine Tür getauscht, was natürlich auch daran sein kann, oder daran liegen kann, dass es mal einen Unfall hat oder was auch immer. Naja, mein Gott, das ist ein 30 Jahre altes Auto, ne? In 30 Jahren kann viel passieren. So, hier steht HKS Supercharge, HKS Air Cleaner. Spannend. Intercooler, Change, Clutch, Twin Plate. Und so weiter und so fort. Ich muss mal hier nochmal so ein bisschen recherchieren. Sieht auf jeden Fall alles sehr interessant aus. Ich weiß nicht so ganz genau, was dieses HKS Supercharge soll. Wobei, doch, warte mal. Ich muss das mal einmal kurz, einen Moment, ich muss mal kurz recherchieren. Okay, weiter geht's. Also, ich habe jetzt, musste jetzt mal kurz gucken. Diese Supra ist ja eine SZ, soll heißen, da zumindest Serie, war da mal ein 2er ZGE drin, soll heißen Sauger. Jetzt macht dieser, das, was hier steht, auch durchaus Sinn. HKS Supercharge, das, wir verstehen unter Supercharged oder Supercharger ja immer einen Kompressor. Ich könnte mir vorstellen, dass da in diesem Fall aber ein HKS Turbolader drin ist, weil kein Mensch baut eine Supra auf Kompressorraum. Habe ich zumindest noch nicht mitgekriegt. Also, HKS, wahrscheinlich Turbo-Umbau, HKS Luftfilter, 19 Zoll Felgen, Teilenfahrwerk, Momo Steering, also Momo Lenkrad, Ladeluftkühler drin, Change Clutch Twin Plate, also eine Kupplung, die auch ein bisschen was ab kann. Dann die Remarks, Scratch and Stone Chip und Front Glass, also irgendwelche Steinschläge und Kratzer auf der Scheibe. Kratzer, Dreck und so weiter im Innenraum, kein Heckwischer, Aftermarket, Spoiler und Mirror, Scratch und Dirt im Interior, also ja, okay, es ist halt einfach ein bisschen dreckig alles innen drin. Modified and Distorted Rear, Right Rear Inner Panel, Replaced Right Rear Corner Panel and Distorted Core Support. Also, das Ding wird mal irgendwas gehabt haben und da werden irgendwelche Supports oder irgendwelche, wie heißt das auf Deutsch, irgendwelche, vielleicht sogar irgendwelche Träger oder irgendwelche Karosserieteile, inneren Bleche und so weiter werden am Entstand gesetzt worden sein. So, ich muss übrigens auch korrigieren, es ist dann keine 6-Gang-Supra, sondern es ist eine 5-Gang-Supra mit dem, ich glaube, W58-Getriebe hat die. Ich bin Supra nicht ganz so fit wie bei anderen Autos. Wie auch immer. Wir fassen kurz zusammen. 2002er Supra mit 2er ZGE. Den müsste man aber, glaube ich, da weiß ich gar nicht, ob man den vielleicht sogar noch in Deutschland zugelassen kriegt. Keine Ahnung. Kann sein. Startgebot 2,2 Millionen Yen. Hatten wir ja eben, was das ungefähr
was da ungefähr bei rauskommt. Jetzt habe ich hier auch meinen Rechner zugemacht. 2,2 Millionen Yen in Euro sind 15.500 Euro ungefähr Startgebot. Ausgelaufen ist das gute Stück bei 3 Millionen Yen. Soll heißen derzeit ungefähr 21.000 Euro. Aber unsold. Soll heißen, das hat demjenigen, der ihn verkaufen wollte oder der super verkaufen wollte, nicht gereicht. Also ihr kriegt derzeit in japanischen Auktionen also nicht mal eine Great Air Supra, die von höchstwahrscheinlich von Sauger auf Turbo umgebaut wurde, für 30.000 Euro. Gut, wundert uns nicht, wenn man sich mal die Preise der letzten Monate anguckt, die hier in Deutschland und auch gerade in Amerika erzielt wurden von mehreren hunderttausend Euro. Ja, wundert mich das auch nicht, dass man für das Geld keine Supra mehr bekommt. Nächster Kandidat, einer der am wenigsten geliebten Skylines überhaupt, ein 32er Four-Door, also Four-Door, ne? Kein Mensch, klar, es gibt immer jemanden, der einen Four-Door geil findet, aber die beliebteren Modelle waren natürlich die Coupés. Hier haben wir einen 32er GTST Type M, also mit Schiebedach, als Four-Door mit Automatikgetriebe. Auch nicht so richtig spannend. Great Air, 84.000 Kilometer gelaufen, eventuell. Und Ledersitze. Das haben wir auf der Harm-Seite. Dazu haben wir Stone Chips, also wieder Steinschläge vorne, Kratzer, Dreck und so weiter im Innenraum. Repair with Paint, replaced End Panel. Soll heißen, da läuft auch, war auch immer irgendwas, wurde instand gesetzt. Oil Leak und Engine Malfunction, soll heißen, der Motor läuft auch nicht vernünftig. Wir haben auch noch ein Oil Leak dazu. Dazu fehlt im Kofferraum irgendwas, der Lack ist schlecht, wir haben wahrscheinlich einen Riss im Sitz. Das Lenkrad sieht man, ist Aftermarket und völlig runtergerockt. Naja, und außen Scratch und Rear Cap, gut, okay. Kann man mit leben. Ich sehe zwar kein Rear Cap, aber wahrscheinlich meinen sie hier, dass in den Felgen irgendwie die Felgen irgendwie zerkratzen oder was auch immer. Gut, finde ich auch hier. RB20 DT Ceramic Turbo. Wichtig. Ist das ein Ausrufezeichen? Ausrufezeichen. Das ist wichtig. Naja, dieser ungeliebte 32er GTST mit einem zweifelhaften Zustand, mit ja eigentlich nichts, wo man sagt, boah geil, den muss ich mir jetzt kaufen. Hat aber auch einen Endpreis erzielt von, sage ich euch gleich, sage ich euch vielleicht noch nicht. Ein Moment, wo ist er denn? Sehr. Ein Endpreis erzielt von 840.000 Yen. Einfach nochmal kurz, damit wir wissen, wovon wir sprechen. Das sind so 6.000 Euro. Unsold. Soll heißen, auch das war dem Verkäufer zu wenig und er sagt, nö, dafür verkaufe ich ihn nicht. Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, jetzt komme ich wieder mit meinen alten Zeiten, aber es war nun mal halt damals so, da habt ihr dieses Auto geschenkt gekriegt, wenn ihr einen richtigen Skyline gekauft habt. Also wenn ihr, keine Ahnung, 33er GTST hat schon gereicht, dann habt ihr den umsonst dazu gekriegt, musstet ihr nur Shipping bezahlen. Wenn man jetzt überlegt, der wäre für diesen Preis ausgelaufen, ne? 8.400 Euro. 840.000 Yen, so, und für 6.000 Euro ausgelaufen, plus Gebühren, plus Shipping, nochmal 6.000 plus 1.000 Euro Gebühren und Kosten, plus 2.000 Euro Shipping, mal, wir rechnen jetzt einfach mal 1,3, das geht ein bisschen schneller, 11,7 plus Zulassung und so weiter, dann zahlt ihr aktuell, hättet ihr für das Auto irgendwas, da kommen noch die Hafengebühren und Umbau und so weiter dazu, mit Zulassung 15 für ein Automatik Four-Door R32. Weißt du Bescheid. Weiter geht's, wir gucken noch mal kurz hier, ob sich hier schon irgendwas getan hat, ob wir da überhaupt noch, müssen wir gucken, ob wir überhaupt die Übersetzung bekommen. Oh ja, da ist sie. Also, nochmal zu ihm hier, der GTR i86, der für 3,1 Millionen Yen verkauft wurde, hat ein einstellbares Fahrwerk und 15 Zoll Alufelgen. Ja gut, das haben wir gesehen.
Die Liste mit den Problemen ist allerdings auch umfangreich. Scratch am Frontglas, also Kratzer am Frontglas, Dreck und Kratzer und so weiter im Interieur. Faded Handle, so heißt es, die Lenkung fühlt sich wahrscheinlich nicht so richtig gut an. Das Dashboard hat einen Crack, okay. Der Sitz ist nicht mehr so toll. Rearguard Dumper need to repair, soll heißen, der Kofferraum, die Kofferraum-Gasdämpfer sind nicht mehr toll. Kratzer auf den Felgen und den Spiegeln, auch, ja, passiert bei so einem alten Auto. Aftermarket Front Fender, Tower Bar, Additional Meter. Ja, gut, okay, also eine Domstrebe und all so ein Kram mit drin. Kühlwasserleck, unten drunter Kratzer, Beule, Rost, Korrosion, Crackhole. Also damit man die nicht das Crackhole, wo irgendwelche Leute. Ne, ihr wisst, was ich meine. Also irgendwas gebrochen mit Loch. Frontpillar in Spare Tire House, Rushed and Corrosion, soll heißen, es ist auch alles rostig. All Paint on Exterior, soll heißen, der wurde wahrscheinlich einmal übergeduscht, damit er so aussieht, wie er aussieht, weil er sieht dann wirklich gut aus. Und das nicht besonders gut. Various Parts, Rust and Corrosion Repair. Also da ist auch irgendwie überall mal so ein bisschen was, repariert worden. Aber wir haben auch noch überall Rost. Und Engine Transfer steht jetzt nicht zu. Kann sein, dass da irgendwie ein Arm oben ist. Whatever. Ich muss kurz einen Akku tauschen und dann bin ich gleich wieder bei euch. So, Akku ist wieder am Start, weiter geht's. Ich glaube, wie gesagt, zu dem hier ist alles gesagt. Das ist wirklich eine ziemlich teure Tasse Tee geworden. Aber wenn man heutzutage AE86 fahren will, dann muss man halt ein bisschen in die Tasche greifen. Machen wir weiter. Okay, Akku ist wieder am Start, weiter geht's. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel, weil es ist halt unser Wohnzimmer und hier ist nicht besonders hell. Und das Tageslicht wird auch weniger. Also, machen wir weiter. Nissan Silvia S14, in diesem Fall eine Case, soll heißen eine Turbo. 138 gelaufen, laut Tacho wahrscheinlich in diesem Fall. Baujahr 95 ist eine, ich kann mir Kugel und Zänge nicht merken, aber halt eine Pre-Facelift quasi. In Weiß, sieht eigentlich auch ganz schick aus. Great Air, wenn wir hier gucken, Motorhaube wurde wohl schon mal ersetzt. Und hier drumherum vielleicht so kleine Bäuchchen, Kratzer, wie auch immer. Startpreis waren hier 280.000 Yen. Ich rechne jetzt einfach mal einmal kurz 100.000, dann können wir den Rest nämlich im Kopf machen. 100.000 sind im Moment so irgendwie 700 Euro, also sind 280.000 irgendwas um 2.000 Euro Startpreis. Allerdings gibt es auch hier wieder einen kleinen Haken. Also wir sehen erstmal 16 Zoll NK-Felgen, Momo-Lenkrad, Fujitsu, Abgasanlage oder Einschaltdämpfer oder was auch immer. With Meter Alternation, soll heißen, man weiß auch nicht genau, ob dieser Tachostand hier Sinn macht oder ob es mehr sind. Weniger werden es wahrscheinlich nicht sein. Scratch on Frontglass, PV not good, also Power Window. Das größere Problem ist, glaube ich, Engine Noise. Soll heißen, da rasselt irgendwas. Kann natürlich beim SR20 DET auch die Steuerkette sein, kann aber natürlich auch irgendwas Größeres sein. Ist natürlich ein bisschen doof, so ein Auto jetzt, wenn man das jetzt kaufen wollen würde, hier aus Deutschland, ohne vorher zu wissen, was damit los ist. Dazu Additional Meter, Engine Room Cover removed, also ich habe noch nie eine S14 mit einem Engine Room Cover gesehen, aber wie auch immer. Core Support replaced and repaired, Front Inner Panel, irgendwas. Also wird wahrscheinlich mal irgendwie einen Frontbums oder so gehabt haben, da sind ein paar Sachen ausgetauscht worden, ersetzt worden, instand gesetzt, wie auch immer. Auktionspreis bei diesem Fahrzeug waren knapp 800.000 Yen, also ungefähr 5.500 Euro, irgendwie sowas in der Richtung, auch anzuholt. War also dem Verkäufer auch zu wenig. Wenn sich dann überlegt, 800.000 Yen, wie gesagt, sagen wir 5.500 Euro, holen wir mal wieder unseren schlauen Rechner raus, 5.500 plus, nee, nicht mal plus, 3.000 Euro für Verschiffung und Gebühren in Japan. Sind wir bei 8,5, rechnen das grob mal 1,3, sind wir bei 11, plus Abholung, plus Hafengebühren in Deutschland, plus Zulassung und so weiter, seid ihr also bei 14, 15, 15 wahrscheinlich so, und wir wissen noch nicht, was mit dem Motor ist. Auch schwierig, würde ich sagen. Aber wenn man sich die S14-Preise hier in Deutschland anguckt, hier sieht es ja nicht anders aus. Also wenn man hier mal, wir hatten ja neulich diese rote S15 Facelift, S14 Facelift, wenn man sich überlegt, die ist dann für ein bisschen über 20 weggegangen.
für einen Linkslenker mit Leder in einem wirklich guten Zustand. War das schon kein ganz schlechter Deal. Die Dinger wären halt auch drüben nicht mehr. So, machen wir weiter. Die hatten wir gerade. Hier haben wir eine Facelift Kugi oder Tanki. Wie gesagt, ich kann es mir einfach nicht merken. Startgebot witzigerweise 50.000 Yen. Dafür würden wir sie, glaube ich, alle nehmen. Ansonsten echt ein schönes Auto, so in schwarz. Wir sehen hier auf dem Dach so ein bisschen Klarlack weg. Innen drin zwei Vollschalensitze, möglicherweise Bright oder Recaro oder so. Nadi-Lenkrad, hier so ein paar Anzeigen. Ja, so wie man sich so ein Auto eigentlich vorstellt. Wir haben hier auch irgendwie eine andere Haube mit so einem kleinen Luftanlass drin. Neckisch. Ist allerdings zumindest Serie eine Qs, also eine Queens, soll heißen sauber. Wobei, wenn ich mir die Anzeigen hier angucke, könnte ich mir natürlich vorstellen, dass da mal irgendwas umgebaut wurde. Gucken wir mal. 18 Zoll SSR-Räder und Adjustable Suspension, also irgendwie ein Gewindefahrwerk. Und dann haben wir auch hier wieder Steinschläge an der Windschutzscheibe, Dreck und so weiter im Innenraum. Inner Lining, das so heißen, irgendwo fehlt da was, irgendwie verkleidetes Teil oder so im Innenraum, nichts Dramatisches. Replaced Rear Floor, Replaced End Panel, da war wahrscheinlich mal irgendwo was, vielleicht ist da mal irgendwo einer raufgefahren, irgendwo hängen geblieben, wie auch immer, da wurde auf jeden Fall schon mal was gemacht. Scratch and Dent Underneath, so heißen, unten drunter gab es auch schon mal irgendwo einen kleinen Feinkontakt. Und eine kaputte Klimaanlage. Gut, mit der Klimaanlage könnte man wahrscheinlich noch leben. Was natürlich ein bisschen schwierig ist, dass wir halt hier jetzt nicht genau sagen können, ob es ein Turbo oder ein Sauger ist. Und ich sehe leider auch keinen Ladeluftkühler oder so. Ist halt von hier aus schlecht zu sagen. Preis am Ende war bei diesem Auto 875.000 Yen, also 6.000 Euro und auch Unsold. Ungefähr die gleiche Preisklasse wie davor. Da wussten wir zumindest, dass es ein Turbo ist. Hier wissen wir nicht, ob es sauber oder Turbo ist. Kann natürlich irgendwas Umgebautes sein. Schwierig. Weiter. Das ist eines meiner Highlights hier. RX-7. Mit dem wohl schrecklichsten Scheinwerferumbau, den man so machen kann. Also, ist ja alles Geschmackssache, aber mein Ding ist es nicht. Handgeschaltet, Silber, irgendwie, ansonsten sieht ja eigentlich auf den ersten Blick ganz gut aus, aber steht ganz groß Excellent Car. Bei Unfallautos habt ihr dann oftmals keine weitere Beschreibung, so heißt es, steht einfach nur Excellent Car. In diesem Fall wissen wir aber nicht, wo, weil, also rein optisch, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber wir haben alle Seiten gesehen, sieht das nicht nach einem Unfall aus. Vielleicht hatte er vorher mal einen Unfall, hat deswegen kein Option Grade. Wobei dann ja meistens halt Grade R oder RA oder was auch immer ist. In diesem Fall nicht. 116.000 gelaufen, Baujahr 2000. Wir können halt nicht sagen, also Excellent Car, wie gesagt, wir können nicht sagen, was mal war oder was ist oder wie auch immer. Wir wissen nicht, in welchem Zustand das Auto ist. Wenn man sowas jetzt kauft und dann dazu der Endpreis, zeige ich euch, ist hier 1,7 Millionen Yen. Nochmal kurz fürs Gefühl. 1,7 Millionen Yen sind ungefähr 12.000 Euro plus Gebühren und so weiter und so fort. Also ihr seht, in welche Richtung das geht. Für ein Auto, wo einfach nur Excellent Car steht, steht nichts weiter drauf. RX-7 ist ein schwieriges Thema. Wenn man sowas haben will, sollte man das wahrscheinlich wirklich eher in Deutschland kaufen, allein schon in dieser Motorthematik. Ihr wisst es alle, Wankelmotor, kein Mensch, also kein Mensch ist übertrieben. Es gibt ein paar Shops in Deutschland, so Wankelguru oder so, Wankelshop und so weiter, die sich auch in Deutschland damit auskennen, aber ihr könnt mit eurem FD jetzt, ihr könnt ja mal zum Mazda hinfahren, aber die werden euch dann nicht wirklich viel weiterhelfen können. Schwierige Sache. Wenn man sich überlegt, man kauft so ein Auto, jetzt für, ich weiß nicht, mit Gebühren und so weiter, keine Ahnung, 20.000, 25.000 Euro in Japan, holt sich das hierher und hat am Ende vielleicht ein Motor, der nicht funktioniert oder das Ding hatte wirklich so einen bösen Bums, dass da oder unten drunter alles schief ist und das Auto nicht mehr gerade ausfährt oder die Achsen schief stehen oder was auch immer. Schwieriges Pflaster im Moment. Das sind so die Autos, die jetzt gerade heute Nacht quasi, also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, ausgelaufen sind. Ich mache jetzt mal weiter mit denen, die ich mir gescreenshottet habe. Da waren nämlich auch noch ein paar ganz interessante Autos bei. Und zwar diese hier. Die Supra hatten wir eben schon, die hatten wir gesehen. Dann haben wir hier eine RZS in diesem Fall
Ich bin der Meinung, dass das dann die Turbo-Variante ist. Ich bin diesem RZ-Asset und so weiter, wie gesagt, nicht ganz so auf Kurs. Ich habe jetzt nochmal kurz die Belichtung ein bisschen anders eingestellt. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu grisselig. Ist echt ein bisschen dunkel hier. Ist aber halt auch, wie gesagt, eigentlich nicht dafür da, um irgendwelche Videos hier zu machen. Weiter geht's. Also, hier haben wir wieder eine Supra, in diesem Fall in weiß. Ich kann jetzt leider nicht auf die Bilder klicken, weil es sind halt Screenshots. Aber sieht auf den ersten Blick echt nach einem wirklich schönen Auto aus. 117.000 gelaufen. Wer weiß. So ein paar Anmerkungen hier zu Aero Parts. Sieht man ja, hat ein Bodykit dran. Aftermarket Bonnet, Aftermarket Wheels ist auch zu erkennen. Teilenfahrwerk, HKS-Turbin, also ein HKS-Turbo-Kit, vermutlich dann Single-Turbo-Umbau, Momo-Lenkrad, Aftermarket, Muffler, Klatsch und so weiter. Also klassischer Umbau. Jetzt kommen wir zu den nicht so schönen Sachen, auch wieder logischerweise Steinschläge und so weiter. Innenraum kennen wir auch alles schon. Engine with strange noise, das ist natürlich nicht so geil. Also, das heißt, ihr kauft da so ein Auto voll umgebaut und dann macht der Motor strange Geräusche. Schwierig. Foggy Headlight, das ist nicht ganz so schlimm. Also beschlagener Scheinwerfer. Scratch and Dent underneath, ja, überall. Hat er mal so ein bisschen was gehabt. Ripped Seat, das ist auch nicht mehr im besten Zustand. Okay, da kann man überall mit leben. Das Einzige, was mich hier wirklich auf jeden Fall von dem Kauf abhalten würde, wäre der Strange Noise auch irgendwie vom Motor. Das ist ein bisschen doof. Und dazu kommt natürlich noch, wenn wir jetzt zum Beispiel vom deutschen Markt uns so ein Auto angucken wollen, schwierig. Weil ihr habt dann ja nicht nur das Motorproblem, sondern wenn das Ding zum Beispiel einen Single-Turbo-Umbau oder so hat, das durch den TÜV zu kriegen, ihr kennt das Spiel mittlerweile, schwierig. Ansonsten gucken wir hier nochmal, also hier haben wir natürlich ein paar X überall, weil Haube getauscht und so weiter, ist aber das nicht dramatisch, ist halt ein Aftermarket Bodykit dran. Startpreis 3,8 Millionen Yen. Und für 4,5 Millionen unsold. 4,5 Millionen Yen, 47, 21, 28, also irgendwie 31, 32.000 Euro. Unsold, so als Verkäufer war es zu wenig. Das muss man sich jetzt vorstellen. Klar, erstmal 32.000 Euro für eine Supra, klingt mittlerweile ja schon fast günstig. 32.000 plus 1.000 Euro Gebühr, Verschiffung und so weiter, da sind wir bei einmal 35. Darauf Zoll und Steuern, ist natürlich auch ein Unterschied, ob wir auf 10.000 Euro 30% zahlt oder auf 30.000 Euro 30% oder 35.000. Da wären also nochmal 10 obendrauf zu den 35, dann wären wir bei 45. Und dann haben wir eine Supra hier in Deutschland am Hafen stehen, können die zu uns holen und haben vielleicht noch einen kaputten Motor. Schwieriges Thema. Das hier war auch so ein Kandidat, den ich ganz witzig fand. Ein RX-7 Grade 3. Ihr seht, es sieht irgendwie komisch aus, hat auch überall schon so ein bisschen, man sieht es hier auf den Bildern, vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr es auch erkennen könnt, hier lackt nicht so geil und so weiter. Grade 3 und auch wieder eine ganze Liste, ihr seht es, an Problemen. Inklusive Rost unten drunter und Faded Paint, also ja, Lackierung halt hin. Coolant Hydraulic, Check Lamp is on, okay, nicht so schlimm. Engine with white smoke. Naja, die Wankelmotoren haben ja keine Kopfdichtung, aber die haben Dichtleisten und wenn die kaputt sind, dann kommt da halt weißer Rauch raus. Soll heißen, wir werden hier eventuell irgendwas mit Motorschaden haben. Startpreis waren 770.000 Yen, das geht noch, das sind irgendwie 5.000 Euro oder so. Unsold 1,5 Millionen, soll heißen, für einen total, das muss man einfach so sagen, für einen schrottigen RX-7 waren dem Besitzer ein bisschen was über 10 halt auch nicht genug. Ja, so ist es halt mittlerweile. Nächstes Ding ist ein Integra DC2, in diesem Fall ein 97er mit 85.000 gelaufen, Great Air, mit Volk TE37 drauf, sehr cool, und einem einstellbaren Fahrwerk, auch sehr cool, wahrscheinlich beides in Deutschland nicht zulässig, aber ist erstmal cool zu haben. Wir sehen auch hier wieder ein paar X'e, da wurden also einige Teile ersetzt. Und dann haben wir hier von den Klassikern wie Steinschläge, Innenraum, irgendwas, Repairmark on Headlight, Scratch on Rear Store, also überall so ein bisschen Kratzer, Aftermarket, Steering, also Lenkrad ein anderes drin, Modified Side Member, Replace Core Support und so weiter, Repaired Front Pillar, Replace Lower Support, soll heißen, da wird mal ein bisschen was gewesen sein, da wurde mal einiges ersetzt, was jetzt grundsätzlich erstmal nicht das Problem ist, aber es wurde halt viel, viel gemacht, soll heißen, er hat auch ein bisschen was erlebt. Auktionspreis knapp 2 Millionen Yen, soll heißen irgendwie 15.000 Euro oder 14.000 Euro. Ja, auch wieder anzuholen, war auch nicht genug.
Das ist schon doll. Wir machen weiter mit einer Silvia S15 Spec Air in diesem Fall. Sehr schönes Auto, wie man auf den Bildern sieht. Sieht jetzt schwarz aus, soll aber angeblich Purple sein, soll heißen Lila, vielleicht irgendwie was so, ne? Wissen wir es nochmal? Irgendwie nachträglich mit einer Purple oder so lackiert. Einiges an Aftermarket-Teilen sieht man auch schon so am Auto. Lenkrad sehe ich, sehe ein Bodykit, Felgen, Mismatch. Na, wie kommt das denn wohl? Eventuell ist er mal quergefahren. Und auch wieder hier die Klassiker, Change Color. Hier und da Distortions, irgendwas kaputt, irgendwas ersetzt, Scratch, Dent, Rust und Paint underneath soll heißen, das Auto war wahrscheinlich in einem nicht ganz so schönen Zustand und wurde dann einfach mal einmal, ich muss mal hier meinen Fokus auf Kurs bringen, wurde dann einmal in irgendeinem Lila-Ton schön übergeduscht, damit es einfach wieder geil aussieht und vernünftig verkauft werden kann. Das ist leider mittlerweile an der Tagesordnung. Ihr kennt es aus den Videos von Sam und von allen möglichen. Ihr kennt es von Luke, Team Free Spirit und so weiter. Es wird einfach ultra viel beschissen. Und es werden einfach irgendwelche Autos aus irgendwelchen Ecken gezerrt, die seit 1000 Jahren rumstehen und im schlechten Zustand sind. Dann wird ein bisschen gespachtelt, ein bisschen Lack drauf gemacht. Ja, und dann wird es verkauft, weil irgendein Dummer wird schon aufstehen, das Ding kaufen. Und das ist leider Gottes mittlerweile an der Tagesordnung. Paint Fade and Uneven on Exterior, das ist auch wieder so ein Zeichen. Ne? Also die haben einfach nur mal schnell irgendwie zurechtgespachtelt und drüber geduscht, weil auf den Fotos sieht es dann ja gut aus. Und das Problem ist, es klappt halt auch immer. Startpreis waren hier 380.000 Yen, also 3.000 Euro. Verkauf für 1,7 Millionen. Klingt jetzt im ersten Moment nicht so viel, sind 12.000 Euro oder so. Ja, für eine S15 erstmal nicht so viel. Hat zwar schon auch schon 183 gelaufen, aber bin mir ziemlich sicher, das Auto ist so ein richtig krasser Blender. Wenn der ankommt, ihr baut die ganze Karre aus und dann macht alles nochmal. Das wird wieder so ein Ding gewesen sein, was irgendwo rumstand. Ich kann ja mal bei YouTube irgendwie gucken, so diese ganzen verlassenen und zurückgelassenen Autos, die in Japan da irgendwo rumstehen, auf irgendwelchen Schrottplätzen. Sowas wird das gewesen sein. Oder irgendwas, was, weiß nicht, beim Driften mal irgendwo eingerastet ist und dann haben sie es jetzt irgendwie wieder gerade gekloppt, drüber gespachtelt und so weiter. Ich persönlich, haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, weil wir auch als Firma importieren so eine Autos gar nicht, weil uns das Risiko einfach zu groß ist. Wenn ich jetzt hier für so ein Ding, keine Ahnung, 15.000, 20.000 Euro ausgebe und hier kommt ein Haufen Schrott an, möchte ich euch das so nicht verkaufen, dann steckt man da ohne Ende Kohle rein und ja, am Ende müssen wir halt ein bisschen auf die Wirtschaftlichkeit achten, deshalb machen wir sowas halt einfach nicht, macht keinen Sinn. Wenn ihr so ein Auto haben wollt, guckt, dass ihr es vielleicht in Deutschland kauft, wo ihr euch es angucken könnt, wo ihr mal drunter gucken könnt oder und so weiter. Oder wenn ihr sagt, ich will das unbedingt, importiere mir genau dieses Auto. Auf eure Verantwortung würden wir es dann tun. Stehen euch dann natürlich auch danach zur Seite mit Reparaturen und so weiter. Aber ja, empfehlen kann ich es wahrscheinlich nicht. Das ist, da kann sehr viel schief gehen und das kostet dann sehr schnell viel Geld. Hier haben wir nochmal auch wieder ein wirklich, wirklich witziges Auto. Oder eigentlich grundsätzlich erstmal ein schönes Auto, ein Chaser. Tura V soll heißen mit 1JZ GTE als handgeschaltet in dieser Variante. Ich weiß jetzt nicht, ob er Factory Manual ist, aber auf jeden Fall handgeschaltet. In einem geilen Two-Tone-Lack. Auch frisch lackiert klingt natürlich im ersten Moment immer cool. Problem bei diesen frischen Lackierungen ist, das hat meistens einen Grund. Hm. Ja, muss man gucken. In diesem Fall haben wir hier auch wieder ein paar Sachen, die da stehen. Es ist übrigens kein Factory Manual, wie ich hier gerade lese. ATMT. Wechsel und hier unten steht es auch nochmal Replace Transmission. Ja, und dann haben wir hier so ein bisschen überall so Aftermarket Alloys, das haben wir gesehen. Front and Rear Different. Komisch. Rip on Aftermarket Driver Seat, okay, ist auch nicht schlimm. Innen drin Dreck und Staub und so weiter. Front Windshield with Stone Chips, da ist so ein Ding. Man kriegt Chaser-Scheiben noch, also wenn ihr euch einen Chaser kauft und hier eine Scheibe braucht, das geht. Ist bestellbar, kostet natürlich ein bisschen Geld, aber kann man auf jeden Fall noch machen. Ja, und hier und da fehlen halt mal ein paar Sachen. Startpreis 500.000 Yen, 3.500 Euro. Ausgelaufen ist das gute Stück für 1,43 Millionen Yen und auch wieder Answort. 1,43 Millionen sind so ungefähr 10.000 Euro, das war demjenigen halt auch zu wenig. Ihr seht bei den vielen Unsold, dass im Moment der Markt in Japan ein bisschen komisch ist.
Manch einer behauptet, dass die Preise wieder runtergehen. Das sehe ich noch nicht so ganz. Aber man sieht, dass viele Autos mehrfach durch die Auktion gehen müssen. Hatten wir beim letzten Mal schon, dass Autos mehrfach in den Auktionen sind, einfach weil sie nicht beim ersten Mal loswerden. Das könnte in diesem Fall auch so ein Beispiel sein. Dann habe ich hier noch einen Solara für euch. Hatte ich einfach irgendwie, ist mir irgendwie über den Weg gelaufen, fand ich eigentlich ganz witzig. In diesem Fall auch mit dem 1HZ GTE, Twin Turbo, allerdings als Automatik. Grade 3, ich weiß nicht, was da los ist, weil der sieht eigentlich irgendwie auf den Bildern ganz gut aus. Anscheinend erst ein Besitzer, ganz cool. Klar, wenn man so ein Auto kaufen möchte, will man den natürlich eigentlich als Gescheiterten haben. Früher, wieder alten der Zeiten, aber ihr konntet damals so ein Auto mit 1JZ Automatik für 1000 Euro kaufen. Ja, das klappt mittlerweile nicht mehr, aber es sind noch, sagen wir mal, von den Toyotas mit 1JZ aktuell definitiv noch die günstigsten. Okay, abgesehen von Crown und so, aber sagen wir mal, wenn man jetzt nicht unbedingt so eine riesen Limo haben möchte, sondern vielleicht was, was ein bisschen Coupé oder ein bisschen sportlicher ist, geht das eigentlich. One on Steering, Rust on Battery, Scratch on Mirror, also alles irgendwie nichts Dramatisches. 129.000 gelaufen ist auch wenig, aber einigermaßen realistisch. Ausgelaufen für 486.000 Yen. Also irgendwie ausgelaufen für 3.500 Euro. Wie gesagt, das ist sowas, die sind preislich noch ganz interessant. Wenn wir jetzt davon von dreieinhalb ausgehen, sind wir bei 6.500 verschifft bis nach Deutschland. Steuer drauf, Zoll drauf, 8,5. Also seid ihr in dem Fall irgendwo so bei 11, 12 irgendwie mit Zulassung und so weiter. Finde ich, ist irgendwo noch ein fairer Preis. Wäre jetzt nicht meine erste Wahl an Auto, aber ist auf jeden Fall was, was man machen kann. 10 Jahre zurück, habt ihr euch am Freitag ins Flieger gesetzt, seid nach England geflogen, habt die Bude da für 2.500 Pfund gekauft, seid ihr wieder hergefahren, habt Zulassung gemacht, war es für 5.000 Euro Auto ohne Steuern, ohne Zoll. Beim TÜV war es auch noch einfacher. Das ist vorbei. Kommen wir zum letzten des heutigen Tages. Auch wieder wirklich ein schönes Auto, ein 32er GTR, Great Air. Okay, gut. Wo auch einiges gemacht wurde, hier Wastegate, N1 Corp, HKS, EVC, also irgendwie Electronic Valve Controller, Boost Controller, irgendwie sowas. Gewindefahrwerk, Aftermarket Cam and Clutch, Metal Head Gasket, woher die das alles wissen, ist auch sehr interessant. Also ein gemachter Motor, da geht ein bisschen was. Innen drin wieder hier und da Probleme irgendwie. Hier wurde auch wieder Front Left Inside Panel wurde irgendwas gemacht. Replace Core Support, Slack on Dashboard, Burnt on Hole Scuff on Seat. Also der Sitz halt alles. Darf nicht vergessen, Baujahr 91, das Auto ist 31 Jahre alt und genauso wird es wahrscheinlich auch ausgesehen haben. Natürlich haben wir wieder unseren Stone Chip on Front Glass, also Steinschlag an der Windschutzscheibe. Wir haben Rust on Suspension, das ist auch relativ normal. Ich meine, alte Autos rosten auch mal in den Achsteilen, macht nichts. Und ein Oil Leak Around Engine, also soll heißen, irgendwo verliert er Öl. Bei 220.000 Kilometer gelaufen und einem Auto, was 31 Jahre alt ist, denke ich mal erstmal nichts Verrücktes. Startpreis waren 2 Millionen Yen, 14.000 Euro. Das schon doll. Ausgelaufen unsold für 2,66 Millionen, also irgendwie 17.000 Euro oder sowas. War halt auch wieder dem 17 mehr. 18, 18, keine Ahnung. Irgendwas in Richtung 20.000 Euro. War demjenigen auch wieder zu wenig. Ja, es ist Godzilla, für mich immer noch der schönste Skyline und definitiv auch mit einem gewissen Wert. Wenn man sich so ein Auto jetzt kauft, sagen wir mal für in Japan für 20, bis der dann hier ist zugelassen und so weiter, seid ihr so ungefähr Mitte 30, ist, denke ich mal, noch ein realistischer Preis. Wenn ich mir angucke, was teilweise unsere Kunden hier für Autos bei anderen oder von anderen Quellen kaufen und bei uns anschleppen, auch für mehr Geld. Ja, das ist auch nicht alles toll. Also, das war es im Prinzip mit dem ersten Teil unseres Legendenvideos. Ich werde noch mal eins hinterher schieben. Schreibt mal unbedingt in die Kommentare, welche Autos ihr noch sehen wollt, was euch noch interessiert, welche Preise und so weiter. Ob ihr noch genauere Rechnungen haben wollt und so. Wie gesagt, ich bin anscheinend jetzt ein paar Tage zu Hause und habe Zeit. Und wenn ihr das jetzt gleich am Samstag unten drunter knallt, mache ich vielleicht direkt am Sonntag noch mal ein Video und das kriegt ihr nächste Woche oder so. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass wir alle wieder ganz schnell gesund werden, damit wir alle schön weiterarbeiten können und weiter coole Autos für euch fertig machen können.
gibt es nichts zu sagen. Genießt das Wochenende. Wir sehen uns die Tage wieder. Bis dahin. Ciao.